Europa reguliert sich tot. So der Vorwurf aus Teilen der Finanzbranche angesichts vieler regulatorischer Vorgaben wie beispielsweise IDD, MiFID II, Solvency II, Basel IV, das Investmentsteuerreformgesetz etc. pp. Fragen dazu jetzt an Professor Dr. Hartog Schmeiser. Er ist Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität in St. Gallen, hier am Rande einer Veranstaltung von Standard Life in der schönen britischen Botschaft. Herzlichen Dank, dass Sie sich im Anschluss noch Zeit für uns und das Interview nehmen. Ja, wird die Regulierung der Finanzbranche innerhalb der EU zunehmend zu einem Wettbewerbsnachteil, auch mit Blick auf den Brexit und möglicherweise anderer regulatorischer Vorgaben auf der Insel? Also ganz besonders im Versicherungssektor haben wir sehr, sehr stark eine Deregulierungsphase erlebt in den letzten Jahren. Und ich denke, viele Dinge, die angestoßen wurden, sind zunächst konzeptionell eigentlich gut angedacht, aber in der Umsetzung auch teilweise dann schwierig geworden. Und ich denke, das Hauptproblem ist, dass man sehr wenig nach Kosten-Nutzen-Analysen geschaut hat. Also wir wissen eigentlich gar nicht so sehr genau, weil wir das nicht monitoren, was ist eigentlich wirklich der Kosten und Nutzen von Solvency II und vielen anderen Prozessen, ganz speziell auch IDD. Keine scharfen auch Formulierungen von Zielsetzungen, nach denen man gemessen werden will, auch was die Probleme sind, die man beseitigen will und ähnliche Dinge. Ihr angesprochener Punkt ist sicherlich sehr wichtig, also wenn wir das im Kontext auch von Brexit sehen, ja auch dort wird es in gewisser Weise einen Wettbewerb dann geben in Zukunft, ein ganzes Stück zwischen eben Great Britain auf der einen Seite und auf der anderen Seite der EU, ein Wettbewerb, der auf legitim ist und auch erlaubt ist und auch sinnvoll ist, sicherlich aber auch Bereiche treffen wird wie Steuern und auch Regulierung treffen wird. Und die Regulierungsstandards, die heute, ist ja eigentlich auch gut an dem grundsätzlichen Konzept der EU und sehr ähnliche Standards zu haben, der kann sich dann verändern, weil natürlich Großbritannien nicht an Regelungen der EU im Regulierungsbereich gebunden sein wird. Aber sie können natürlich ähnliche Standards adaptieren, wenn sie das wollen. Auch das kann eine Option sein, eben gerade dann, wenn das für Kunden wichtig ist. Und die sollen ja eigentlich durch diese Regulierung geschützt werden. Ich muss vielleicht noch ein bisschen einschränkend sagen, Regulierung ist wichtig in dieser Industrie, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Auch die Industrie selber ist interessiert daran, schwarze Schafe zu vermeiden und zu verhindern. Es ist die Frage, was ist gute Regulierung, wie viel Regulierung braucht die Industrie? Regulierung ist ein wichtiges Thema, auch hier heute Abend im Rahmen einer Podiumsdiskussion gewesen. Ein zweites wichtiges Thema ist natürlich der Zins, der Niedrigzins oder gar Negativzins, den wir nun schon seit langer, langer Zeit in der Eurozone sehen. In Amerika geht es nun langsam wieder aufwärts mit den Zinsen, aber gut, das wird man mal abwarten, was da nun passiert. Aber ich möchte natürlich den Blick auf die Zinsen in Verbindung mit der Altersvorsorge sehen. Der Zinseszinseffekt, den gibt es faktisch nicht mehr angesichts der Zinspolitik der Notenbank. Was bedeutet das für die Altersvorsorge und für die klassische Lebensversicherung? Ist die tot? Also ist ein großes Handicap, gar keine Frage. Zunächst mal deshalb, weil einfach es wenig Anreize gibt zu sparen. Und ich meine, ich denke, das ist auch ein bisschen was dahinter liegt, ja, auch vielleicht teilweise politisch gewollt ist. Man hat Anreize zu konsumieren, was sich ja Sparen quasi nicht rechnet, ja, wenn man keine Zinsen bekommt. Und wenn man theoretisch sagen würde, ich müsste mehr sparen, um mir einen Lebensunterhalt im Alter gönnen zu können, den ich für ausreichend empfinde, das ist wenig auf der Hand liegend, obwohl es richtig ist, aber zu sagen, ich muss mehr sparen, weil die Zinsen niedrig sind, ist zunächst mal das, was ich nicht gerne hören möchte. Ich denke, ein ganz großes Problem ist in der Tat Produkte mit Zinsgarantien, also die von Ihnen angesprochene gemischte Kapitallebensversicherung ist natürlich sehr stark unter Druck, wird ja auch teilweise gar nicht mehr aktiv vermarktet. Aber ich denke, das ist ein Modell, das gute Dienste geleistet hat, aber so oder so eher am Ende des Lebenszyklus ist. Alternativmodelle, die wir jetzt am Markt sehen, also die nach wie vor Versicherungsprodukte sind, aber ein klar definiertes Sparprodukt haben, anteilsgebundene Lebensversicherungen mit einer Risikolebensversicherung, sind sowieso eher die Modelle der Zukunft. Und insofern würde ich mal meinen, ja, die Lebensversicherung, die Produkt und vor allem auch die Absicherung der biometrischen Risiken sind damit eigentlich nicht in Gefahr und sind auch kein Problem. Grundsätzlich Altersvorsorge und Sparen, Anreize zu sparen und so weiter, die sind natürlich hier ganz klar negativ beeinflusst und vor allem auch damit verbunden, wenn Sie Anleihenmärkte haben und so weiter, die keine Zinsen mehr bringen, haben Sie ganz starke
muss man sagen, Boom-Effekte in anderen Märkten, die man jetzt auf Asset, insbesondere auf der Asset-Seite, Aktien und natürlich Liegenschaftspreisen sieht, die dann Blasenbildungen haben und auch wieder Gefahren für Sparer mit sich bringen. Auf der anderen Seite haben wir Aktienentwicklungen, die wunderbar sind in den vergangenen 10 Jahren. Die Börsen sind gut gestiegen und die Altersvorsorge im angelsächsischen Raum, die klassischerweise auf Aktien oder aktienähnliche Produkte setzen, sind damit sehr gut gefahren und haben einen Großteil ihrer Altersvorsorge damit auch weiterhin absichern können, haben profitiert. In Deutschland ist das ganz anders. In Deutschland sind sehr wenig Menschen am Aktienmarkt engagiert. Was bedeutet das für die Altersvorsorge, wenn diese Komponente fehlt? Also ich würde die Ansicht unbedingt teilen, dass typischerweise, wenn ich einen langen Horizont habe, ich deutlich mehr in Aktien gehen muss, als es viele private Haushalte tun. Es setzt aber voraus, dass ich erstmal natürlich grundsätzlich Möglichkeiten habe zu sparen. Das ist ja auch nicht jedem gegeben oder das wird durch Alternativen dann sehr schnell knapp. Glaube ich aber, Hauptpunkt ist der, dass ich einen langen Anlagehorizont brauche. Es wird dann schwierig, wenn ich eben wirklich eine Talfahrt in einer Krisensituation nicht abfedern kann, weil ich jetzt in die Verrentung gehen muss. Wenn ich Flexibilität habe und sage, ich kann eben mit der Verrentung auch im aktienorientierten Portfolio mit 63 oder 65 oder 67 beginnen, dann ist das sehr viel einfacher. Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, dass in der Altersvorsorge, wenn ich eine lange Perspektive habe, das Timing-Problem keine so eine große Rolle spielt, ob jetzt gerade die Aktien etwas höher sind oder tiefer sind, sondern regelmäßige Einzahlungen sind sinnvoll, weil die Risikoprämie an den Aktienmärkten ist natürlich höher, damit ist auch die Gesamtperformance höher. Aber ich muss halt mit der Volatilität leben können. Und die Volatilität kann ich tendenziell leben, wenn ich über lange Zeiträume denke und es natürlich auch eine Zusatzanlage ist und ich eine gewisse Basissicherung habe. Ja. Schlussfrage. Wir haben verschiedene Modelle, wie wir fürs Alter vorsorgen können. Natürlich haben wir die gesetzliche Rente, wir haben die private Vorsorge, wir haben Riester, Rürup etc. pp. Und natürlich versucht man immer wieder über den Tellerrand hinauszuschauen. Schaut beispielsweise nach Norwegen zum Staatsfonds. Man diskutiert in Deutschland, Teile der hessischen Landesregierung haben das angestoßen, eine sogenannte Deutschlandrente. Wie empfinden Sie, wie bewerten Sie solche Gedankenspiele, solche Entwicklungen? Ist das ein richtiger Weg, um einen Teil der Altersvorsorge über solche Modelle abfedern zu können? Grundsätzlich ja. Also ich denke, man muss die zwei grundsätzlichen Konzepte, die es gibt, eben ein umlagefinanziertes oder ein kapitalgedecktes Verfahren, letztlich kombinieren, weil also auf zwei Säulen letztlich stehen. Weil beide Modelle sind anfällig, das umlagefinanzierte gegen Demografie, ein Wechsel der Demografie. Das Kapitalgedeckte ist natürlich anfällig bezüglich der Kapitalanlageentwicklung. Ja, kann gut laufen, kann schlecht laufen. Und deshalb sind die besten Lösungen nach meinem Dafürhalten eben auf zwei Säulen zu bauen. Das ist Basisdiversifikation. Und deshalb also Konzepte wie auch jetzt Deutschlandfonds und andere Dinge, die letztlich kapitalgedeckt Verfahren eigentlich bei den in Deutschland vorrangigen umlagefinanzierten Verfahren zu fördern, halte ich für richtig. Wie man das genau ausgestaltet, das kann man natürlich viele Diskussionen führen. Ich bin der Meinung, man muss es gar nicht so schwer machen. Es gibt eine Reihe von Ländern, die eigentlich ganz vernünftige Konzepte aufgestellt haben. Die haben alle Schwächen und man kann ja die Schwächen auch versuchen, bei einer Neuinstallation etwas aufzuräumen. Und da kriegt man schon eine ganz vernünftige Allokation hin. Deutschland ist klar, ist viel zu stark umlagefinanziert. Wir vergessen immer daran, dass wir über 90 Milliarden jedes Jahr allein Steuerzahlungen in dieses System reintun. So viel stabil ist es eben nicht. Und im Moment sehe ich aber das Hauptproblem, dass wir sehr spät dran sind. Deutschland hätte wie andere Länder, zum Beispiel die Schweiz, die 85 eben genau so ein Fonds eingeführt hat, ein kapitalgedecktes Verfahren eingeführt hat, das hätten wir auch in den 80er Jahren machen müssen. Jetzt ist es sehr schwierig, weil wir können eben junge Leute nicht doppelt belasten mit einem umlagefinanzierten Verfahren, das ein enormer Vermögenstransfer von jung Richtung alt ist. Und zusätzlich zu sagen, ihr müsst aber noch die Steuerlast aufbringen, die Lücke schließt und noch privat vorsorgen, das ist natürlich dann irgendwo nicht mehr möglich. Und ich glaube, wir kommen da an natürliche Grenzen. Wir sind einfach mit dem zweiten Standbein viel zu spät gestartet. Haben wir heute Abend eine Menge von Ihnen gelernt, nicht nur in diesem Interview, sondern zuvor auch in der Podiumsdiskussion. Professor Dr. Hartu Schmeiser war das hier vor der Kamera und am Mikrofon in der britischen Botschaft in Berlin. Haben Sie noch einen sehr schönen Abend und herzlichen Dank für alles. Vielen Dank.